Moin Leute, Metamorphose bedeutet Umwandlung. Das hatte ich euch ja schon mal in meinem Video über Knollen und Zwiebeln erzählt. Heute soll es allgemein um Umwandlung gehen und welche Umwandlung die Pflanzen so im Laufe der Zeit ausgebildet haben. Ich kann natürlich nicht auf sämtliche Umwandlungen eingehen, das würde den Rahmen dieses Videos bei weitem sprengen. Aber ich dachte mir, ich habe mir mal hier und da ein paar rausgepickt, die zumindest ich persönlich sehr interessant finde, und die wollte ich euch jetzt mal näher vorstellen. Also viel Spaß damit. Die wichtigste und schönste Metamorphose zugleich wird wohl die Blüte sein, die sich aus einem Spross entwickelt hat. Von den heute rund 500.000 bekannten Pflanzenarten sind die Hälfte davon Blütenpflanzen. Im Laufe der Evolution hat sich aus dem Spross die Blüte entwickelt. Dazu wurde der Spross so stark gestaucht, dass sich der Blütenboden entwickelt hat. Aus den angrenzenden Blättern wiederum entwickelten sich die Blütenorgane. Damit ist die Umwandlung zur Blüte die wichtigste Metamorphose in der gesamten Pflanzenwelt. Denn nur so ist die Pflanze in der Lage, sich generativ, also geschlechtlich, zu vermehren. Hierbei wird, wie bei den Tieren auch, das Erbgut von männlichen und weiblichen Pflanzenteil vermischt und es kann zu Neukombinationen kommen. Eine weitere interessante Umwandlung sind die Sprossranken, zum Beispiel bei der Passiflora oder bei dem wilden Wein. Hier hat die Pflanze ihre Seitensprossen zu Rankhilfen umgewandelt, um damit emporzuklettern, also Richtung Licht. Denn wer als erstes ans Licht kommt, hat nun mal die besten Wachstumsbedingungen. Noch eine Spur pfiffiger hat es der Efeu gemacht. Der hat zusätzlich zu den Sprossranken noch Haftscheiben ausgebildet, um sich noch besser an glatten Oberflächen, wie zum Beispiel Häuserwänden oder irgendwie sowas in der Art, sich emporranken zu können. Andere Pflanzen, wie die Winden, haben die nach ihnen benannten Windesprosse ausgebildet. Hierbei schlingt die Pflanze sich mit ihrem gesamten Spross um die Rankhilfe herum. Bohnen sind zum Beispiel ein gutes Beispiel oder auch die gemeine Ackerwinde. Die ist wirklich gemein. Übrigens, bei den Winden gibt es tatsächlich auch Rechts- und Linkswinder. Das ist ganz interessant. Wie bei uns Menschen. Rechts- und Linkshänder. Ausläufer. Ich meine, wer von euch kennt sie nicht, die klassischen Vertreter dieser Metamorphose? Die Erdbeere und die Grünlilie. Dabei handelt es sich um waagerecht wachsende Seitentriebe mit stark gestreckten Internodien. Somit kann die Pflanze sich auch wunderbar vermehren. Allerdings nur vegetativ. Das heißt, das Erbgut wird 1:1 kopiert und es entsteht quasi ein Klon, also eine 1:1 Kopie der eigentlichen Mutterpflanze. Hierbei dauert es natürlich bedeutend länger, bis eine Veränderung auftritt, beziehungsweise auch bis das Erbgut mutiert. Jetzt habe ich noch zwei Metamorphosen für euch, die ihr vielleicht so noch nicht betrachtet habt. Sprossdornen und Stacheln. Ich komme gleich darauf zu sprechen, was ich meine. Doch zuallererst, was sind Sprossdornen? Sprossdornen sind umgewandelte Seitensprosse oder Blätter. Sie entspringen in den Blattachseln und sind damit also auch mit dem Holz verwachsen und damit schwer zu entfernen. Sie finden sich häufig an Pflanzen, die an extrem trockenen Standorten angepasst sind, um die Verdunstung zu verringern. Ist ja irgendwie klar, so solch eine Sprossdorne ist viel, viel kleiner als ein großes Blatt mit seiner Oberfläche. Darüber habe ich übrigens auch ein Video gemacht, über die Funktionsweise des Blattes. Verlinke ich euch hier irgendwo. Okay, und natürlich gleichzeitig dienen diese Sprossdornen natürlich auch dem Fraßschutz. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Akazie oder auch ein Kaktus. Stacheln hingegen sind nur Auswüchse der Epidermis und sitzen nur oberflächlich auf. Daher könnt ihr diese auch ganz leicht entfernen. Sie dienen der Pflanze zum größten Teil als Greifhilfe, um sich besser an Oberflächen auch festzuhalten. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel hier die Brombeere oder auch die Rose. Ja genau, die Rose hat aus botanischer Sicht leider keine Dornen, sondern Stacheln. Weil bei einer Rose sitzen auch diese Stacheln nur oberflächlich auf, und ihr hattet bestimmt alle schon mal eine Rose in der Hand und habt vielleicht so ein bisschen an den Stacheln rumgespielt, und die kann man ganz leicht abbrechen. Müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr das nächste Mal zum Floristen geht
vielleicht nicht unbedingt im Geschäft die Rosen anpopeln, sondern die vielleicht doch kaufen und dann einfach mal versuchen, diese Stacheln also zu lösen, werdet ihr feststellen, es geht ganz, ganz leicht. Jetzt kann man es natürlich noch weiterspinnen und sagen, ist denn das Dornröschen überhaupt ein Dornröschen oder nicht eher ein Stachelröschen? Nun gut, das ist nochmal eine ganz andere Frage und ich glaube, Stachelröschen klingt auch nicht so schön märchenhaft wie ein Dornröschen.